kann auch sagen, es geht alles vom Branding aus, also von der Marke. Ich habe um die Marke herum habe ich verschiedene Punkte, wie der Preis, das Produkt, Design, Distribution, die alles zusammen ergeben auch wieder ein Marketing-Mix, ergeben quasi meine Komponenten, die ich brauche, wenn ich mein Unternehmen gründen will oder wenn ich es schon habe, damit ich es auch ständig kontrollieren kann und dahin bringe, wo es hin soll. Ich kann das Ganze noch ein bisschen weiter auffächern, kann dann sagen, es gibt diese berühmten vier Säulen im Marketing, Kommunikation, Produktion, Preis- und Distributionspolitik. Ich kann auch sagen, über dem Ganzen steht auch nochmal das ganze CI eigentlich. Ich habe es Ihnen einfach mal so zusammengestellt, dass Sie letztendlich sich ein paar Punkte herausgreifen können. Ich werde es jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Ich sage mal, das sind Hausaufgaben, die muss man auf jeden Fall sowieso machen. Da gibt es auch gute Literatur dazu. Was ich aber angehen werde, ist ein Punkt exemplarisch. Da geht es um die Kommunikationspolitik. Wenn es darum geht, wie trage ich mein Unternehmen, meine Marke, meine Leute, die intern, die extern tätig sind, nach außen? Mit welchem Image letztendlich? Da gibt es zum Teil etwas ältere Medien. Ich habe mal ein paar zusammengestellt. Wie jetzt Kinowerbung, Internetwerbung, zähle ich zu älteren Geschichten, Anzeigen, Radio, Tageszeitungen. Es gibt dann aber auch etwas neuere Medien, die sich auch gerne mit alten mal vermischen. Das meiste davon sollte bekannt sein. Cradle to Cradle als Beispiel werde ich nachher nochmal kurz aufgreifen. Word of Mouth werden wir nachher noch einen interessanten Vortrag gleich im Anschluss hören, worum es da so geht. Es geht darum, wie finde ich heraus, was ist für mich richtig und wie bleibe ich aktuell? Das wäre für mich die orange Regel Nummer 1. Also wenn ich ein Unternehmen bin, schaue ich einfach, es gibt Gegebenheiten am Markt, die passieren in der Politik, die passieren im öffentlichen Leben. Ich habe ein Produkt, wie kann ich dieses Produkt vielleicht darauf ausrichten? Bevor ich überhaupt etwas anfange, auch als Unternehmensgründer, brauche ich ein Ziel. Ich brauche auch ein Ziel, wenn ich schon ein Unternehmen habe. Da gibt es unterschiedlichste Kriterien, wir haben in den Vorträgen davor gehört, die Business-Geschichten, die finanziellen Geschichten, die ganzen Ziele. Geht natürlich aber auch weiter in Richtung, wie möchte ich zum Beispiel bekannt werden? Wie weiß überhaupt irgendjemand da draußen, dass es mich entweder gibt oder geben wird? Und auf welchen Kanälen tue ich das Ganze? Wie positioniere ich mich zu meinen Mitbewerbern? Bin ich auf Augenhöhe? Bin ich ein Nischenanbieter? Bin ich Marktführer? Und wie differenziere ich mich letztendlich von denen? Gibt es eine ganz nette Technik, die nennt sich SMART. Da kann ich, egal welches Problem oder Aufgabenstellung ich hier angehe bei der Zielsetzung, kann ich mir überlegen, ist es spezifiziert, weiß ich genau, was ich eigentlich will, ist es messbar, erreichbar, ist es ergebnisorientiert und ich brauche auf jeden Fall einen Zeitraum. Hilft so als kleiner Hilfestellung nebenher, dass ich einfach weiß, wie komme ich dann letztendlich dahin, wo ich hin will. Beispiel jetzt zum Beispiel vom Internetauftritt. Ich habe eine Webseite, toll, schaut super aus, hat irgendwie ein schicker Designer noch gemacht und so. Hier habe ich mal zusammengestellt, was eigentlich alles noch mit dazu gehört. Unten zu sehen von den Suchmaschinenergebnissen bis hin dann zum Wording auf der rechten Seite, was ist eigentlich die Basis, die ich brauche für eine Internetseite. Und wie, auf der oberen Seite zu sehen, kann ich, über welche Kanäle kann ich eigentlich noch anknüpfen? Weil die Seite allein im Netz, die fühlt sich da wohl, da freut sich der Hoster, der die Gebühren bekommt, aber ich habe noch nichts gewonnen damit. Da gibt es auch einen bunten Strauß an Möglichkeiten, was kann ich alles da tun, wie kann ich die verknüpfen, wie kann ich sie weitertragen. Und zusammengefasst, Regel Nummer 2, definiere deine Ziele. Sonst kann es sein, dass man etwas anders bekommt, was man eigentlich bestellt hat. Jetzt haben wir ein paar Beispiele gesehen, dass es gut zu wissen ist, wo man überall handeln kann. Mein Vortrag zielt aber hauptsächlich darauf ab, dass ich einfach weiß, wie man handelt. Und da kommt jetzt eben der entscheidende Punkt der Nachhaltigkeit, ein viel bemühtes Wort. Es gibt verschiedene Modelle, die haben ein eigenes Modell entwickelt. Das ist ein Vier-Säulen-Modell, bekannt dürfte sein das Drei-Säulen-Modell. Wir haben ganz oben die Ökonomie, ganz klar, wir wirtschaften, es geht irgendwo um Kohle letztendlich am Ende vom Tag. Es gibt die Ökologie, Soziales und es gibt noch die Kultur. Es gibt dann gewisse Schnittmengen und ich kann schauen, wo bewege ich mich mit meinem Unternehmen innerhalb von diesen Schnittmengen. Also bin ich rein ganz oben bei der Ökonomie und sage, all you can get, ich will einfach nur Kohle verdienen, dann habe ich vielleicht ein Nachhaltigkeitsmodell, was ein gewisser Herr Ackermann mal definiert hat. Wenn ich mich woanders bewege in diesem Modell, habe ich vielleicht eine andere Unternehmensform. Und letztendlich ist ein strategischer Fokus wichtig, den sehen wir eindeutig hier in der Mitte. Das heißt, es muss alle vier Säulen müssen
maximal gut bedient werden, dann habe ich es geschafft. Ich werde immer irgendwo ein bisschen divergieren, sowohl mit meinem eigenen Unternehmen als auch mit Dienstleistungen und Produkten, die ich habe. Wichtig ist aber, ein Bestreben zu haben, unserer Meinung nach, dass ich dem hier gerecht werde. Es gibt ein paar Best-Practice-Beispiele, also was kann ich im Bereich Wirtschaft, Soziales oder Umwelt tun, was kann ich ganz konkret umsetzen, was kann ich von der Arbeitsethik, von der Moral, von der Firmenphilosophie her tun, habe ich einfach mal so zusammengestellt. Wie kann ich das Ganze aber jetzt auch in einen Marketingkreislauf bringen, also sprich, wenn es darum geht, eine Marke zu führen, dahin zu bringen, überhaupt erstmal bewusst zu machen, was will ich überhaupt, zu analysieren, dann Konzept zu entwickeln, letztendlich ein Design zu entwickeln auf Basis von diesem Konzept, das umzusetzen, ob es jetzt digitale Medien sind, Printmedien sind, virtuelle Geschichten sind, letztendlich zu überwachen und den Regelkreislauf auch wieder zurückzugehen. Wo ist da jetzt wieder der Punkt von der Nachhaltigkeit der Ansatz, wo wir sagen, das macht wirklich Sinn? Beispiel, wir haben einen Auftraggeber, wir setzen uns mit dem zusammen, man hat ein Briefing, man hat etwas Unkonkretes, die Agentur überlegt sich etwas und dann kommt schon der erste Punkt, wo man sagt, wo kann eigentlich die Agentur selber auch etwas tun? Also wo kann man selber nachhaltig tätig sein, wo kann man schauen, welche Energieressourcen verwendet man, was für Produkte liefert man letztendlich am Tag. Es wird dann ein Produkt entstehen, wenn eine gute Idee da ist, die geht zum Endkunden und da sagen wir, ist auch wieder wichtig, dass auch das Produkt, die Dienstleistung, auch wieder recycelbar ist, wiederverwendbar ist, einen Mehrwert letztendlich schafft. Also nicht Einweggeschichten. Das Ganze nennt sich unter anderem auch Cradle to Cradle. Das ist ein relativ neuer Begriff, den kann ich sowohl in technischen Kreisläufen als auch in biologischen Kreisläufen wiederfinden. Im Prinzip geht es darum, alles, was ich irgendwo herstelle, was ich produziere, dass ich es so in einen Kreislauf einbinde, dass es nicht von der Wiege bis zur Ware geht, sondern quasi irgendwo wieder genutzt werden kann. Wichtig ist dabei, kommuniziere unmissverständlich. Wenn Sie sich ein Logo machen lassen, dann schauen Sie, dass es etwas ist, was auch ausdrückt, was Sie wirklich tun. Wäre dann unsere Regel Nummer 3. Zusammengestellt einen nachhaltigen Marketing-Mix als Beispiel. Welche Kanäle kann ich denn bemühen? Ich kann über Partnerschaften gehen, Internetplattformen, Veranstaltungen, digitale Medien, kann Giveaways, PR-Maßnahmen, virale Medien oder Printmedien. Das sind einfach mal so ein paar exemplarisch. Was jeweils wirklich angewendet werden soll und was wirklich Sinn macht, ist einfach der Punkt, wo ich sage, da sollte man sich dasselbe überlegen oder man hat jemanden, der einen dabei berät und sagt, pass auf, du hast das und das Budget, du hast das und das Zeitkontingent, wir würden vorschlagen, mach das so und so, mach das in den Schritten, überleg dir, was machst du kurz, mittel, was machst du langfristig. In all diesen Bereichen kann ich jeweils immer schauen, wo kann ich auch wieder nachhaltig tätig sein, zum Beispiel bei Partnerschaften. Leute raussuchen, wo ich sage, die sind mir imagemäßig zuträglich. Die sind entweder ökologisch, ökonomisch oder sozial engagiert. Deren Image kann ich für mich irgendwo mit einsetzen, indem ich Logos verwende, natürlich nach Absprache, indem ich schaue, dass ich Sachen so produziere, dass sie klimaneutral produziert sind, dass sie regional produziert werden. Bei Printmedien zum Beispiel darauf achten, ich setze Papiere ein, ich setze Produktionsverfahren ein, die nicht sehr viel Erdöl verbrauchen, die nicht irgendwo im Osten, in China, sonst irgendwo billig hergestellt werden, ganz beliebt, Giveaway-Artikel, Kugelschreiber, sonst irgendetwas, gibt es hier wunderbare Möglichkeiten, auch vor Ort Sachen zusammenstellen zu lassen, auch preislich attraktiv so darzubringen. Und der wichtige Punkt immer ist auch zu erzählen, dass man es tut. Und schon habe ich nicht immer nur den Preisfaktor bei einzelnen Medien, den ich im Fokus habe, sondern einfach noch einen anderen Mehrwert, den ich schaffe. Wichtig bitte, nicht kopieren. Das ist ja schön. Wenn, dann sollte man auch so kopieren, dass es richtig kopiert ist. Virale Medien, werden wir nachher auch noch ein paar Geschichten dazu hören. Einfach schauen, was kann ich da auch tun? Auch da kann ich nachhaltig tätig sein. Große Datenmengen verbrauchen viel Energie. Datenmüll ist eigentlich nichts anderes wie auch sonstiger physischer Müll, den ich sonst irgendwo habe. Nimmt gerade rapide zu. Auch darauf achten, wo setze ich meinen Server auf, wie verbreite ich verschiedene Medien, wie verbreite ich Nachrichten, wie viel verbrauche ich da einfach. PR-Maßnahmen, auch wieder mit Partnerschaften. Wichtig aber auch, platziert die Werbung auch ein bisschen sinnvoll, damit es auch was bringt. Kommt drauf an, je nachdem, welche Ziele man halt verfolgt mit seiner Werbung. Giveaways, ich hatte es schon angesprochen, zu schauen, wo lasse ich sie herstellen, was hat es für Gütesiegel, mache ich es hier in der Region, mache ich es in Deutschland, mache ich es in Europa,
schaue ich, dass ich zentral von einem Punkt ausgehend, wo auch immer das Unternehmen sitzt, ob es jetzt Konstanz ist, ob es jetzt Baden-Württemberg ist, nach außen strahlend erstmal Region zu bedienen und dann zu schauen, wann muss ich irgendwo von außerhalb mir Hilfe holen, Produzenten holen, weil es es einfach in der Region nicht gibt. Digitale Medien, auf jeden Fall schauen, wo läuft meine Webseite, ist die Seite mit Atomstrom gefördert oder habe ich eine Webseite, da wird uns der Timo heute Nachmittag noch was Nettes dazu bestimmt erzählen, Energieeffizienz, also welche Provider, welche Anbieter sind da wirklich nachhaltig tätig, ökonomisch, ökologisch einwandfrei, auch schauen, welche Geräte setze ich ein, im Haushalt ist es schon gang und gäbe, was kann ich aber auch in Büroräumlichkeiten tun, was verbrauchen meine Monitore, brauche ich unbedingt einen Bildschirmschoner, kann ich den nicht einfach ausschalten, das spart mir einfach Geld. Wenn ich bei Veranstaltungen bin, zu schauen, wo kommt das Catering her, nutze ich regionale Produkte, kommt der Apfel hier vom Bodensee oder kommt aus Neuseeland? Antwort sollte eigentlich klar sein. Wird hier auch sehr viel praktiziert, immer mehr. Und das kann jeder eigentlich in seinem kleinen Unternehmen, mittleren, auch in ganz großen umsetzen, in verschiedenen Steps. Wichtig, egal was Sie machen, haben Sie Mut zu Unkonventionellen. Lehnen Sie sich gerne aus dem Fenster, schauen Sie, wo sind Grenzen. Weil nur wenn man Grenzen auch mal kurz überschreitet, weiß man auch wieder, wo sind eigene Limits und wo kann ich auch wieder ein bisschen besser werden. Letztendlich dann auch, wenn es um Social Media geht, wo kann ich da auch Bereiche hernehmen, die ich einsetzen kann, dass ich nachhaltig die ganzen Sachen nutze, dass ich sie aber zielführend nutze. Ich habe einfach diese Punkte mal zusammengestellt, gehe jetzt nicht mal im Einzelnen durch. Letztendlich, was bringt mir das alles eigentlich? Also ich kann rein ökonomische Vorteile, ich kann Geld einsparen, anführen. Ich kann sagen, wenn ich Energie gespart habe, wenn ich Material gespart habe, habe ich einfach mehr in der Kasse, kann es woanders einsetzen. Ich kann aber auch schauen, ich kann mich profilieren und differenzieren gegen den Wettbewerb. Ich kann es als Wettbewerbsvorteil sehen, wenn ich in meinem Segment weiß, andere tun das nicht. Dann kann ich schauen, macht es Sinn, dass ich das auch nach außen trage, eben durch ein positives Image. Ich kann natürlich auch sagen, nicht zuletzt auch Banken beziehen immer mehr auch weiche Faktoren mit ein, wenn es um das Rating geht, wenn es darum geht, jemand will gründen, jemand hat etwas vor oder jemand ist ein Unternehmen und braucht einen Kredit. Da geht es nicht nur darum, was ist die momentane Liquidität, sondern wie ist auch eine Gesinnung, wie ist eine Haltung gegenüber der Gesellschaft, der Region, dem überregionalen, wichtiger Faktor. Es kann auch einfach moralische, ethische Aspekte beinhalten, die man selber hat, wo man sagt, ich mache es einfach, weil ich das für etwas Gutes halte. Soziales Engagement, auch wieder positive Reputation nach außen hin zu verwenden. Ökologische Vorteile kennt man von überall, muss man nicht nochmal ausführen. Ressourcenschonung und natürlich einfach Einhaltung gesetzlichen Vorschriften. Wenn man solche Dinge eben vielleicht nicht in dem Maße tut, sieht man immer wieder, wird auch gerne mal draufgehauen, auch gerne bei größeren Unternehmen. Und dann hat man erstmal ein bisschen Rücklage und ein Problem. Ein paar Links gibt es noch drei Folien. Zum Beispiel die Regel Nummer 7, das Wichtigste sei einfach unverwechselbar. Man muss das abheben am Markt. Und mit dieser kleinen Hommage an unseren lieben Herrn Kant bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag.